Ah, jetzt bin ich online. Ja, jetzt steht er nicht mehr offline. Hallo, willkommen zurück zur neuen Folge Starshend. Willkommen im Sandkasten. So, weiter geht's. Hm. Ach, die Palme ist fertig, Leute. Ach, Alter, und dann wachsen da jetzt immer Bananen nach. Aber wahrscheinlich... Aber muss ich das jetzt dann weiterhin düngen? Vor allem sind einfach mal 30 Kohle weg. What the fuck? Das ist für ein Quatsch. Für ein Quark mit Soße. Kann ich die eigentlich auch verfeuern? Aber die brennen nicht so lange. Die haben gerade schon in der Mitte angefangen. Aber ich brauche Holzkohle. Kriege ich da Holzkohle raus? Die Frage ist, ob ich die jetzt trotzdem weiter versorgen muss, sozusagen. Mit Dünger und Wasser. I don't know. Du jetzt hier die Bananen von der Palme, oder was? So, gucken wir nochmal. Wie es mich wegschubst. Was ist denn los mit dir? Sei doch mal jetzt nicht so. Ich habe übrigens gerade, wo die Aufnahme aus war, liebe Leutchen auf YouTube, das Kamel frisst jetzt automatisch aus dem Trog. Voll geil. Gab es eigentlich Mangosamen? Mango Number 5. Dön, 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 dön. Weil Mango habe ich nämlich hier nicht. Aber guck mal, ich kriege auch keine Dings raus. Ich kriege auch keine Holzkohle raus. Verdammt, tolle Sache. Dün, 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 dün. 24 Tage überlebt. Juhu. Dürfen bald wieder Würmchen kommen. Und da haben wir jetzt eine Holzkohle. Aber ich glaube, eine reicht. Denke ich. Auch Fleisch ist fertig. Ja, ich glaube, eine reicht, eine Kohle. Zum Düngen. Ja. Aber hier geht's jetzt. Doch, guck mal, da kommt grün. Da passiert was. Oder? Ist da nicht ein grüner Schnipsel? Schnibbel? Ein grüner Schnibbel? Aber vielleicht muss man das ja auch gar nicht mehr dann düngen und so, weil. Ist ja quasi fertig. Und bei Pflanze entfernen ist wahrscheinlich die komplette Pflanze weg. Aber wenn jetzt hier dran Bananen wachsen, das ist halt nice. Ich kann es umbenennen, wenn ich das Vieh gezähmt habe, aber ich habe es ja gezähmt. Oder meinst du, ich muss das neu machen? Aber mache ich nicht. Weil da muss ich ja jetzt hier wieder, da muss ich wieder neue Taschen craften und so. Nee, da habe ich gar keine Lust drauf. So, für das weitere Vorgehen brauchen wir jetzt nämlich einmal Eisenbarren und Holzbretter. Ach, ich habe ja so viel Holzbretter, lul. Hm. Ich glaube, den Quark, den können wir eigentlich hier lassen, wenn ich das so richtig sehe. Habe ich keinen Platz. Ich habe keinen Platz im Inventar. Erstmal hier mal aufräumen. Hier das ganze Essen und Verbrauchsmaterial. Holzsachen. Können wir ihn noch verheizen, Leute? Mal her hier. Können wir noch klein kriegen. Wenn du Hunger hast, du weißt hier, Buffet ist errichtet, eröffnet. Oh, hier ist ja noch so viel drin. Und Kohle, guck mal. Lull. Eins bleibt übrig. Ganz ehrlich, schmeiße ich jetzt weg. Kann ich nix. Ja, ich habe aber kein Holz. Ich habe jetzt keinen Bock, Holz zu holen. Ich habe eigentlich noch Holz dabei, aber... Ey, das brauchen wir. Alter, renn mich doch nicht um. So, komm her jetzt hier. Okay, Leute. Wir müssen... Es klingelt. Da haben gerade einfach Jugendliche beim Nachbarn ganz unten eine Flasche durchs Stubenfenster geschmissen, Alter. Ich hab's jetzt gerade nur im Flur gehört. Alter! Und überall geklingelt. Also irgendwie hat einer überall geklingelt und der andere hat dann eine Flasche ins Wohnzimmerfenster geschmissen. Scheibe kaputt.
Alter Falter, das komplette Haus stand gerade im Hausflur. Alter, wer macht denn sowas? What the fuck? Einfach eine Flasche, vor allem, der ist schon etwas älter, der hat sich voll erschrocken. Junge, Junge, dann auch meine Aufnahme gestört hier. Die Jugend von heute, ich sag's euch, es wird immer schlimmer. So, warte mal, ich habe ja das Ding hingestellt. Tatsächlich muss ich genau in die Richtung. Das ist genau da. So, let's go, Leute. Ich soll vielleicht nochmal was trinken. War krass, oder? Also, wer macht denn sowas? Und vor allem, wer zahlt das jetzt? Also klar, Versicherung, aber trotzdem. Ich bin wieder Steuergelder. Alter. Ach, die Jugend. Liebe Jugend da draußen, auch wenn ihr meine Videos guckt oder meine Livestreams, benehmt euch doch bitte einfach. Hört auf damit, mit 13 schon mit einem Bier an der Bushaltestelle zu sitzen und zu rauchen. Ihr seid damit nicht cool. Geht lieber nach Hause, guckt YouTube, guckt Twitch, natürlich bei Chrisplay, also mir. Und macht nicht so viel Scheiße da draußen. Nehmt euch euer Fahrrad, baut euch Schanzen, geht in den Wald, baut euch Buden. Das haben wir früher gemacht. Meine Fresse, ey. Ja, die Jugend wird doch immer schlimmer, die werden auch immer frühreifer. Das ist richtig heftig. Oder sagen wir so, die werden halt immer skrupelloser. Also die werden halt immer, die haben halt keine Hemmung mehr, die werden hemmungsloser. Also denkt ihr, ich wäre früher auf die Idee gekommen oder hätte mich getraut, eine Flasche durch eine Scheibe zu schmeißen bei fremden Leuten? Ganz ehrlich, nee. Ich war auch ein Anständiger oder bin auch ein Anständiger. Scheiße, laufe ich noch richtig? Gucken wir mal. Oha, Leute, da sitzt sie wieder, die kleinen, süßen Würmchen. Es haben sich wohl die Community von StarSend beschwert, dass es zu viele Würmer gab, weil wohl teilweise vorher mehr Würmer kamen. Aber ich würde es eigentlich cooler finden, wenn mehr Würmer da sind, ehrlich gesagt. Daneben. Treffer. Daneben. Treffer. Daneben. Scheiße. Treffer. Oh, der hat aber gebackt gerade. Ich meine, kein Kuchen. Oh, sag mal. Die alten Delfine hier. Komm her hier. Und das jetzt? Wegen der Sonne hat er da Schaden gekriegt. Jetzt könntest du ruhig mal sterben da. Ganz schön oft daneben heute. Was ist denn da los? Ey, Ampfi, warte, ich kann ja kann doch gerade nicht. Oh, Hunger habe ich auch. Scheiße, ich sterbe hier noch an Sonnenbrand und Hunger. Nicht an den Würmern. Hast du den Kleinen mal getroffen? Ist der wieder in der Mitte? Man trifft irgendwie immer den, der in der Mitte ist. Ja, jetzt reicht's aber langsam. Hab bald keine Pfeile mehr. Aber ich find's geil, dass die so eine kleine Hitbox haben, ehrlich gesagt. Macht das ein bisschen schwieriger. Sag mal! Der Boden sieht gleich aus wie ein Igel. Ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe es befürchtet. Ich kann doch einfach absteigen. Mal absteigen. Und der Junge! Ich hätte gerne meine Pfeile wieder. Weilen, die despawnen wieder, die blöden Penner. Ja. Wir kommen der Rüstung näher, Leute. So, jetzt sollten wir mal ganz schnell, ja.
was essen. Die schon mal weg. Und eine Banane hinterher. Und dann noch ein Sonnenschutzfaktor 100. So. Und dann geben wir mal unser Aim auf. Ach, Leute. Die sind aber auch schwer zu treffen. Ich sag's euch, das Kamel wackelt, die Sonne blendet. Das ist alles, sind alles Faktoren. Nu, das ist nicht so einfach. Oha, wo sind die ganzen Pfeile hin, Leute? Ich habe eigentlich gar nicht so viel daneben geschossen. So. Weißt du, was jetzt nur das Problem ist? Da ich überhaupt nicht mehr weiß, wo lang. Aber da vorne ist irgendein Pibbel. Hm. Okay. Houston, we have a problem. We need a Wegweiser. Kurz mal dem Kamel Baumstamm über den Kopf gezogen. Essen wäre gut, ja, habe ich. Der Kamel, willst du mich jetzt eigentlich rollen? Hau mal ab jetzt. So, einmal Wegweiser. Einmal kurz den Weg weisen. Du hast meinen super Witz gar nicht gesehen. Ich bin traurig. Welchen denn? Erzähl doch mal. Hallo Henry, willkommen im Stream. Erzähl doch nochmal deinen Witz. Stand da gerade wegen Hunger? Nee, du nicht. Ob er in die Richtung. Ja, sogar noch weiter. Wir müssen da in die Richtung. Krass. Die da. In this Richtung. Ist das ein Drehwurm, weil er dich dreht? Verstehst du? Bin müde. Macht albern. Aber wer dreht mich? Wieso dreht er mich? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wer dreht mich? Was meinst du, Minky? Oh, da ist er. Welchen Marker? Doch, ich habe doch einen Marker. In der Hütte stehen. Na, der Wurm, du drehst dich dauernd im Kreis. Ach so. Okay, Betty, einigen wir uns darauf, dass es nur in deinem Kopf witzig war, aber da war es bestimmt witzig. Ich glaub da fest dran. Super witzig war das. Ich glaube auch. Ach Mensch. Aber hey, dadurch, dass das in deinem Kopf witzig war, war es jetzt letztendlich für mich auch witzig. Das ist die Hauptsache. Hauptsache, wir haben alle Spaß. Reißen wir uns wieder kurz zusammen. Puls wieder unter 100 kriegen. Sehr gut. Nee, eigentlich, wo bin ich denn jetzt? An welcher Seite? An welcher Seite von der... Ah ja, da ist der Eingang. This way. So, da drinnen können wir nämlich jetzt weiter endlich. Ich gebe zu, ja, das habe ich gegoogelt. Haben wir uns zusammen mit dem Chat angeguckt. Weil ich jetzt nicht wusste, wie ich weiterkomme, ehrlich gesagt. Aber das weiß man ja auch so nicht. Jetzt kann das Vieh da nicht drüber. Ach, guck mal, deswegen stehen hier auch Bäume, damit es nicht so weit... Ah, aber Eisen fehlt ja dann auch. Darf das jetzt da nicht rein, oder was? Tatsächlich. Tiere müssen draußen bleiben. Warte mal, ich will da an den Sack. Okay, wir haben aber alles. Kamel, wir sehen uns gleich. Hast du nochmal getrunken? Let's go. Aber wisst ihr was? Da können wir einfach noch eine kleine Fackel bauen. Eine kleine Fackel, nur klar. Tschüss, Kai Uwe. Ja, mach's gut. Und weh, du verhungerst.
Sagt der Winnie the Wegweiser. Natürlich Winnie the Wegweiser. English is, my English is perfect. The best over the world. Das kann man vielleicht irgendwie anzünden. Das wäre halt noch nice gewesen. Korrigiere, the best over the Welt. War hier jetzt eigentlich noch was drin? Auch nicht, wa? Doch. Oha, guck mal, Junge. Ganz übersehen. Den Bums. Da drüben? Also übersehen haben wir das bestimmt nicht, aber... Ein Fernrohr, Leute. Ich hab ein Fernrohr gefunden. Wow! Amazing! Was zum Wegschmeißen? Ich hab einen Ferngucker, Leute! Ah. Das ist nämlich auch neu mit reingekommen. Als Gegenstand. Cool, dass wir das hier gefunden haben. Ein Ferngucker. Ja, my English is not the yellow from Zack and under all pick. So. Aber jetzt gucken wir mal. Jetzt können wir nämlich hier rechts weiter, Leute. Das wurde mir verraten. Wäre viel witziger, wenn das Eisenbahnen wären. In den Kisten. Damit du nämlich hier weiterkommst. So, jetzt hat man hier ja einen Abgrund. Eingebrochener Boden. Eh zum Metallbahn platzieren. Ah, eine Stange. Noch eine Stange. Noch eine Stange. Und noch eine. Noch eine. Soll mir mal zeigen, wie er das macht, du. Holzbrett. Holzbrett. Ja, wie viel Holzbretter brauchst du da bitte? Also schon ein bisschen mehr, du. Zum Glück haben wir ein paar mehr. Leute, wir hab's. Juhu. Dann sieht's aus, ey. Voll die Stacheln. Guckt mal, seht ihr das? Anders? Richtig. So, jetzt geht's weiter, Leute. Mit einer Fackel kannst du... Was? Verloschene Glut wieder... Ach, jetzt geht das doch, oder was? Wow! Oh. Au! Oh, Junge! Habe Feuer gemacht! Uga, uga! Nicht wirklich, hüpft auch mal rein. Zeig mal von nahen, wa? Junge! Bisschen erschrocken, ja. Guck mal, können wir die wieder da lassen? Weiß ja gar nicht, ob der Loot einfach auch despawned. Kann ja auch sein. Respawned. War nice, das ist ganz geil, wie das da jetzt. So. Das ist jetzt auch neu, dass hier jetzt immer so Bildchen kommen. Oha, wir haben eine Granate gelernt, Schießpulver und ein Bombenfass. Nice. Da unten steht jetzt noch Schießpulver, Kokosgranate, eine Koksgranate. Oha, was ist das noch? Metallwerkzeug. Was ist das? Die Spitzhacke, oder? Metallhammer. Wie, nur den Hammer? Sehr scheiße. Ja. Den Hammer, das Sinnloseste von allen haben wir jetzt gekriegt. Wie der glänzt. Der ist noch richtig neu. So, jetzt die Kokosgranate. Schießpulver, das heißt, wir müssen erstmal Schießpulver dann im Mörser herstellen. Da brauchen wir einen Mörser. Und dann, hier können wir Schießpulver herstellen. Aus Schwefel und Holzkohle. Oha, ich muss noch ein paar Dinger bauen. Ich brauche halt aber noch Holz, Leute. Wir haben kein Holz mehr bei uns. Und wenn wir dann das Fass... Was brauchen wir denn für das Fass? Das ist das Fass. Schießpulver, 5 Stück. Metallbahn.
Okay, das haben wir alles, aber wir brauchen noch Holz, Leute. Holz ist bei uns Mangelware. Hm. Müssen wir extra zu einer anderen Oase reiten, um uns da Holz zu holen. Weiß ich ja nicht. Aber ich würde mir irgendwie noch andere Gegner wünschen, nicht nur diese komischen Würmer. Oder dann halt, wenn ein paar mehr oder unterschiedliche Größen oder irgendwie sowas. Das wäre halt ganz cool. Vielleicht noch eins, ein Wurm, was spuckt oder so. Oder der spuckt, nicht was spuckt. Was spuckt? Das wäre eigentlich nur ganz neu, so, wenn du mich fragen tust. Weil aktuell, naja, komm halt jeden Tag mal zwei so Würmchen, rennst im Kreis und tot sind sie. Es fordert mich nicht. Sage ich euch so, wie es ist, da bin ich unterfordert. Wie so ein Hyperintelligenter in der Grundschule. Guck mal, aber Kai Uwe ist noch da. Fliegende Gegner. Das wäre halt auch krass. So, dass man Schutz suchen muss. Jetzt muss ich aber mal gucken. Okay, wir brauchen Holz, Leute. Noch Inventar-Slot frei. Komm mal her, Jokai Uwe. Du hast Slots. Du hast Slotties. Du hast Slotty-Karotti. Hab ich mich eigentlich bedankt bei Abendfee? Wer will nochmal? Wir hatten noch nicht eine neue Runde, neues Glück. Abendfee, vielen, vielen Dank für 6 Monate. Restart! Und Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Stimmt, wir haben gar keine Ziegel mehr. Oh, mein Dromedar ist hungrig. Ist. Danke. Jetzt hat es aber ein bisschen mehr Hunger, kann das sein? Vielfraß ist das geworden. Ein kleiner Vielfraß bist du geworden, mein kleiner hier, meine Klöne. Ist eigentlich immer noch verstörend, dass das Dromedar Kai Uwe heißt, weil es ein Weibchen ist. Pumas, Hyänen, Spinnen, Schlangen. Ja, sowas zum Beispiel, ja. Hyänen gibt's ja. Jetzt hast du auch einfach nur von Icarus vorgelesen, oder? Was es da so gibt. Ja, Skorpione sind jetzt aber nicht wirklich die Gegner. Aber mich nervt es ein bisschen, dass wir jetzt den Hammer gefunden haben. Ich will die Axt haben. Die ist am wichtigsten. Frag für einen Freund, kennst du einen guten Puff in Hamburg? Also Mütze, wenn ich dich jetzt nicht so lange kennen würde, ja? Dann hätte ich dir jetzt einen Timeout verpasst. Sehe ich aus, als ob ich einen guten Puff in Hamburg kenne, Alter? Geh auf die Reeperbahn. Geh in die Herbertstraße. Dann kannst du genug Spaß haben. Denke ich. Ich verkehre nicht in solchen Milieus. Jetzt wird's kurz mal schlüpfrig. Ganz ehrlich, also ich war noch nie bei einer Prostituierten und werde das auch nie im Leben machen. Sag ich auch warum, weil A, finde ich das total räudig und B, sehe ich es gar nicht ein, so viel Geld dafür zu zahlen. Wisst ihr, was die kosten? Alter Falter, ich habe mir ja im Suff mal mit einer unterhalten, Herbertstraße halt, die sind ja auch manchmal zu Gesprächen bereit, wenn sie gerade gar keinen Bock haben, dürfen sich nur nicht erwischen lassen von ihren Aufpassern, nenne ich sie mal liebevoll. Du bist da locker bei 200 Euro, wenn du da eine willst aus dem Fenster. Wenn du jetzt natürlich so eine Crack-Tussi möchtest von der Straße, dann bist du halt günstiger. Aber wenn du halt eine aus dem Fenster möchtest, die schon ein bisschen besser aussieht, bist du bei locker bei 200 Euro, was die dir alles berechnen. Von Kondom berechnen die, dann die 2 Sekt am Anfang davor. Die musst du auch noch bezahlen. 1 Sekt 40 Euro, dann bist du schon bei 80 Euro. Nur für die Sekt. Und die sind Pflicht. Die sind quasi mit drin im Programm. Und du bist da locker bei 200, 250 Euro. Wo ich mir denke, Alter, da gehe ich in einen Club oder in eine Bar, gebe irgendeiner was aus, wo ich merke, okay, die hat mich sowieso schon ins Auge gefasst und dann kann ich da auch Liebe machen. So, wisst ihr, was ich meine? Also, weiß ich nicht. Bin ich ganz fragwürdig, warum man das machen sollte. Okay, wenn man jetzt ein hoffnungsloser Fall ist, so richtig, richtig hoffnungslos, dann und so richtig verzweifelt ist, dann kann ich das vielleicht noch nachvollziehen, aber selbst dann, Alter, 200 Tacken für so eine für so ein Kaufmädchen ist mir schon, weiß ich nicht, suspekt auf jeden Fall. Das Kondom kostet, nee, das kostet 10 Euro, das Kondom. Hat die zumindest gesagt, bei ihr waren es 10 Euro. Sag mal. Guck mal, das Kamel ist doch eine Hocke. What the fuck, steh mal auf. Das ist auf allen Vieren gekrochen. So, wir müssen mal gucken, wo wir hin müssen jetzt hier vor lauter Kaufmädchengerede. Da.
Aber das finde ich halt schon heftig. Vom Preis her ist das schon... Für deine 10 Minuten Spaß. Und glaub mir, das werden nur 10 Minuten, die weiß genau, was sie macht. Da fragt das Thema nicht. Aber es ist schon cool, im Suff sich auf der Herbertstraße mal mit denen zu unterhalten. Das kann man schon mal machen. So, wir sind jetzt da. Ich müsste jetzt eigentlich zu einer Oase Holz holen. Da wäre eigentlich die ganz geil, weil die war, glaube ich, ein bisschen größer, oder? Die da. Wenn ich mich jetzt richtig entsinne, ist die da. Richtig? Oh. Weiter rechts davon. Da so. Ja, dann reiten wir da mal hin, oder? Reiten wir da mal im selben Schritt. Wir haben eine Fackel hier, ist nicht ganz so dunkel. Let's go! So. Dann nehmen wir nämlich hier gleich mal Holz mit. Hier gibt es genug Holz. Holz, Holz, Holz. Ist hier auch Mangos? Gab es hier nicht auch Mangos? Oh, hier haben wir sogar ein Bett. Stimmt, da war was. Noch Hunger? Nee, gut. Schlafen! Ey, die machen jetzt neuerdings Geräusche, hört mal. Wollt's anzünden, geht nicht. Tanze Tango mit mir, tanze Tango die ganze Nacht, weil der Tango mit dir uns beiden Freude macht. Liebe, Liebe. So, einmal anzünden. Ach, hier haben wir auch Kohle. Sollte mal die Kohle mitnehmen für die ganzen, sag mal. So, erstmal speichern und schlafen.